Hallo und herzlich willkommen zu der Bungler Erklärt's. Heute wollen wir nochmal mit dem SSH-Thema weitermachen, weil der Bungler der Meinung war, dass bisher im letzten Video ja nur der Standard abgearbeitet wurde und er da eigentlich noch gerne mehr erklären würde. So, hallo Bungler, wie geht's? Sei gegrüßt, ja, schön nach dem schönen Wetter, ne? Da kommt man schön grillen und draußen sein und so. Richtig schön. Ja, jetzt hocken wir wieder im Dunkeln, im Hacker-Eck und kümmern uns noch mal ein bisschen um das SSH, weil, wie gesagt, wir haben im letzten Video erklärt, was ist es so im Groben, wozu kann man es gebrauchen. Und ja, wie du schon sagtest, ich habe das Thema noch nicht ganz abgehandelt. Ich will auch noch ein paar leichte Standards erklären. Da geht es auch nicht in die Tiefe. Aber wir wollen uns ein bisschen so den Alltag erleichtern, würde ich mir vorschlagen. Ja, was bedeutet es, den Alltag erleichtern? Das heißt, wir werden hier und da noch eine Datei jetzt mehr kennenlernen. Und die Datei werden wir pflegen. Und zwar schauen wir einfach mal. Sonst erkläre ich es ja gleich, sonst brauchen wir das nicht mehr zu machen. Genau. Gut. Wenn wir jetzt auf einen anderen Host wollen, der Vorschlag war ja, dass man normalerweise, das haben wir jetzt hier im Video nicht gemacht, den Port verändert. Man müsste sich die IP-Adresse merken oder es wäre ein komplizierter Hostname, der bei DNS aufgelöst wird. Und da ist oft die Frage, kann man sich das über ein Kürzel, über einen sogenannten Alias erleichtern? Und wenn ja, wie geht das? Kann ich den Port, den ich da anders habe, hinterlegen? Oder habe ich in der Verschlüsselungstechnik einen anderen Schlüssel? Kann ich den auch wo hinterlegen? Und diese kleinen Kniffe, die werden wir alle jetzt mal zusammen in eine kleine Datei nachher verpacken. Jetzt werden wir erst nochmal demonstrieren, dass das hier noch funktioniert, weil Pashinio hat hier mal vorgearbeitet, er hat das nämlich vorgerichtet. Er wird uns kurz demonstrieren, dass er ohne Anmeldung auf den Kerberos 2 kommt. Das ist jetzt ein anderer Host vom letzten Mal, aber wir haben einen in der Ferne gebraucht, weil das letzte Video war ja on-host auf einer einzigen Maschine. Wir sehen, kein Passwort. Der Key wurde schon mit SSH-Copy rüber kopiert und damit ist es eigentlich schon relativ einfach, ne, so. Nee, es ist fast richtig. Ja, genau. Das ist der autorisierte Key auf dem entfernten Host, über den man einen Abgleich macht. Und das ist der Public Key, also der öffentliche Schlüssel, den er hier hinterlegt hat. Und der wird abgeglichen dann mit dem Private Key. Und dann gibt es das sogenannte Handshaking. Und da das vorhanden ist und er das auch probiert, das ist so standardmäßig auch hinterlegt, wird er jetzt auch nicht nach dem Passwort fragen. Ja, also normalerweise, wenn der SSH standardmäßig installiert ist, dann bedeutet es, frage ich einmal ab das Passwort. Wenn ich keinen Key finde, da wir aber jetzt schon Key rübergereicht haben, brauchen wir kein Passwort an der Stelle. Ja, die Reihenfolge lässt sich übrigens einstellen, an- und abschalten. Ria versa heißt entweder, ich könnte einschalten, ich darf mich nur mit Passwort einschalten oder ich kann mich nur mit Schlüssel oder beides. Und beides ist so der Standard. So, das zum einen. Jetzt habe ich gesagt, wir können hier auch noch eine kleine Konfigurationsdatei erstellen. Ich persönlich habe hier noch nebenbei für mich was aufgemacht. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich mir den Kopf drehe. Mach's mir ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen leichterer, weil ich habe natürlich sowas immer. Und zwar gibt es in der Punkt SSH Schräger kann man eine sogenannte Config-Datei erstellen. Und dazu wird sich jetzt einfach der Pashinio einfach mal hergehen und sich die IP-Adresse markieren, weil die wird er nämlich jetzt gleich mal dann benutzen, damit er sie mit einfach einfügen kann nachher. Genauso. Jetzt wird er VI einfach nur config noch eingeben. Die heißt nämlich auch so, die Datei. So, und das Erste, was wir da tun, ist, dass wir sagen, wie soll unser Kürzel denn heißen? Ja, das Kürzel ist sozusagen der Host. Ja, da müssen wir erst als Erstbegriff sagen, nein, 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 das ist zu schnell. Als Erstes brauchen wir Host als Begriff. Und dann können wir leer machen und dann können wir unseren Alias angeben, den wir nachher eingeben wollen. Zum Beispiel könnte man auch KB noch machen, weil Körper so lange, ne? Also beim Tippen.
immer schöne Kürzel nehmen, dann würde ich einfach vom Syntax her, das besser lesbar, würde ich immer so drei oder vier Leeren dazwischen machen, damit man so ein bisschen, nein, nicht so die Leere, sondern Spaces, ja, also Leerzeichen. Ach, du meinst hier jetzt da? Nein, unten die nächste Zeile und dann unten drunter eine Einrückung. So, eine Einrückung, genau. Willst du. Ja, genau. So, und dann, das ist das nächste, kommt als Begriff der Hostname. Ja, und jetzt kommt nämlich unsere schöne mittlere Maultasche. Maustaste, genau, zum. Richtig. Und da haben wir die IP-Adresse, deswegen habe ich das vorhin gemeint. Jetzt müssen wir uns das schon nicht mehr merken. Jetzt können wir die Enter-Taste drücken. Jetzt kommt die nächste Zeile. Und können wir auch wieder die Einrückung nehmen. Das ist alles Schönes. Dann ist als nächstes, nehmen wir den User, also der Benutzer. Den hinterlegen wir dann auch noch. Dann können wir wieder die Enter-Taste drücken. Und nochmal eine Einrückung. Jetzt bräuchten wir eigentlich nichts mehr machen. Wir geben es aber mal trotzdem an. Das ist dann Port. Hier könnte man dann auch einen anderen Port hinterlegen. Dann macht man noch eine Zeile hinzu. Jetzt gibt es viel Tipparbeit. Das sage ich gleich so. Identify. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, man könnte jetzt einen anderen privaten Schlüssel hinterlegen. Und genau das ist das Identify. Ja, ich könnte mehrere Private und Public Keys hinterlegen und könnte das je Host anders da festlegen. Und das ist so richtig geschrieben. Jetzt muss ich ihm aber auch noch sagen, wo das liegt. Da mache ich ein Leerzeichen. Und am einfachsten ist es, wenn man die Tilde nimmt. Das ist das Zeichen für Home, also zu Hause, da das Heimatverzeichnis. .ssh-id-rsa in dem Fall. Nein? Oder? Nein, ja, einfach so. Ja, okay, verstanden. Ja, wir dürfen jetzt nicht das den öffentlichen Key nehmen, sondern wir müssen ja den Schlüssel und das Loch zusammenbringen, sonst können wir die Tür nicht auf. Ne? Ja, also. So. Und jetzt haben wir so im Prinzip die wichtigsten hier drin stehen. Ne? Gehen wir es nochmal durch. Oben den Alias, den wir nachher noch im Kürzel eingeben können. Den Hostnamen, das ist die IP-Adresse, das, was wir nicht mehr einpflegen müssen. Den Benutzernamen, den Port und eventuell auch einen anderen Schlüssel. Das sind so die maßgebenden Einträge, die kann man sich merken. Ich habe da Dateien, die sind bestimmt, keine Ahnung, 50, 60, 100 Zeilen lang, weil ich dann einen Haufen Maschinen dran stehen habe, die ich dann nur noch mit Kürzel anspreche, die alle auf anderen Ports liegen können, andere Benamungen haben, andere Benutzer und so weiter und so fort. Und der Elias ist nicht der Elias, sondern der Alias, den, also wer es phonetisch schwierig hatte, es umzusetzen. Ja. Dafür habe ich dich ja, sonst muss ja auch ein Bangler was erklären, ne? So geht's ja nicht. Sonst wird es einseitig, sonst hängt man so auf Chips. Ne? So, also wir haben hier alles, was wir so brauchen. Auch ganz wichtig, warum ich das auch gut finde, ist zum Beispiel, wenn man jetzt für Fremdprojekte arbeitet und dort zum Beispiel auch den sogenannten Git, also mit Source Code arbeitet, wird oft auch nach Schlüssel verlangt und man sollte normalerweise immer für verschiedene Projekte auch verschiedene Schlüssel verwenden. Ne? Weil, wenn mal gebrochen und geklaut, wenn man diesen Key dann hat und man hat nur einen Key für alles, dann ist auch ein sicherer Key nicht mehr sicher. Das heißt, es wäre vielleicht sogar sinnvoll, den ID-RSA Kerberos zu nennen, dass ich den dann auch genau identifizieren kann immer? Du könntest jetzt für eine andere Maschine einen speziellen anderen Schlüssel anlegen, korrekt. Ja. Das könntest du tun. Wir machen das ja nicht. Ich habe ja gesagt, wir werden die Sache jetzt nicht verkomplizieren. Ich möchte heute einfach nur ein paar Helferchen noch erklären und an der Stelle mal die Config-Datei, die einem da einfach das Login auf der Konsole nachher nicht nur da das Leben erleichtert. Okay, die ist jetzt schon mal dann soweit fertig. Die können wir mal gleich ausprobieren. Mal gucken, ob wir einen Tippfehler wo haben. Ups, das war's. Ja. Wir werden jetzt mal einen Fehler reinproduzieren in die Datei, um zu sehen, ob das auch so seine. Du musst erstmal da raus, du bist noch fremd. Ja, ich merk's gerade. So, jetzt werden wir einfach so einen falschen Port angeben. Ne? Das ist oder so. Oder Computername spielt keine Rolle. Würde beides zu keinem Ergebnis führen. So, ja, Connection refused. Geht nicht. Alles gut. Würden wir den falschen Hostnamen haben, werden wir das gleiche Problem.
Genau. Super. Jetzt würde jeder sagen, okay, jetzt habe ich das gelernt, ja, und ich befinde mich auf einem Linux-System. Ja, dann gibt es das sogenannte GNOME Virtual File System, also ein virtuelles Filesystem, eine Implementation, eine virtuelle für verschiedene Dateisysteme, wenn man es genau betrachtet. Und über das kann man in dem sogenannten Benutzerlevel nämlich Dateisysteme einhängen. Und das kann man nämlich auch ganz leichtgewichtig auch hier tun. Du hast hier doch auch einen Dateimanager, oder? Was meinst du? Ja, genau. So, und jetzt könnten wir uns auch darüber verbinden. Ne? Entweder können wir einmal STRG L drücken für Location. Und jetzt könnten wir einfach nur SSH-Doppelpunkt und dann unser Kürzel hier eintragen. Doppelter Slash bitte. Doppelter Schräger. Wie? Braucht das? Vorne dran. Oder wo? SSH-Doppelpunkt. Ach so, ja, ja. Ja. Genauso wie bei einer URL. Verstanden. Genau, und das muss eigentlich so funktionieren. Und jetzt sind wir eigentlich schon da. Jetzt sind wir sogar on the root level, weil wir arbeiten ja hier per SSH und der normale SSH würde nicht direkt ins Home gehen. In dem Fall sind wir hier direkt auf dem sogenannten root level, also von oben runter. Dass wir im Home landen, das macht der SSH-Client nämlich auf der Kommandoebene automatisch. Hier müssten wir hergehen und ihm dann sagen, dass er sich da bitte ins Home begeben sollte. So? Ja. Wenn richtig geschrieben, ja. Wenn nein, nein. Aber wenn du einfach draufklickst, wärst du auch hingekommen. Dann müsstest du es oben auch so sehen. Einfach durchklicken, kommst du auch hin. Ja? Wir sehen das erstmal so. Mal STRG L drücken wieder. Dann sehen wir die ganze Zeile. Ja, da war irgendwo ein... er hat von SSH auf SFTP umgeschaltet. Sehen wir das? Mhm. So, was hat er jetzt gemacht? Wir haben ja vorhin, nicht vorhin, wir haben im letzten Video, vorhin lustig, ja gesagt, dass SSH von Tenant abstammt und man kann ja auch über SSH letzten Endes auch Daten transferieren. Und der Standard SSH-Server und Client-Implementation ermöglicht es auch direkt über einen eingebauten SFTP, also ein Secure Shell File Transfer Protokoll. Das heißt, dass wir auch Dateien hinher kopieren können. Und was jetzt die Umschaltung hier getan hat, ist, dass er umgeschaltet hat, er hat gesagt, okay, hier habe ich SSH-Zugang, jetzt bin ich aber auf Dateiebene und eigentlich will ich rumtransferieren und schalte auf das SFTP-Protokoll um. Das macht an der Stelle jetzt mal nicht so viel Unterschied, sondern wir schauen jetzt nicht nur drauf und tun Befehle ausführen, sondern er hat gesagt, okay, wir sind hier ein Dateimanager und deswegen bauen wir auf den eingebauten, sage ich jetzt aber absichtlich so an dieser Stelle, SFTP-Client um und damit können wir ganz normal Dateien sofort hier einpflegen. Ja, mit den gleichen Rechten. Hier könnten wir von A nach die Daten... Dein Ton ist kaputt. Der Ton. Jetzt. Der Ton? Jetzt geht's wieder. Okay. Habe ich jetzt so? Jetzt ist er wieder da. Mal gucken, wie lange ich wieder da bin. Also, was ich gerade erklärt habe, war einfach nur, wir können hier jetzt über die Dateimanager im Linux direkt, du musst mit .dot zurück. CD.dot. Oder so. Ich war nicht drauf. Das war die Ursache. War nicht drauf. Jetzt bin ich drauf und jetzt sieht man, ich war hier auf dem Mint-Mate. Das konnte nicht funktionieren. Wenn ich jetzt auf dem Kerberos bin, na, ihr seht schon, das ist ein Hinweis, dass da noch was kommen wird. Und die 2 zeigt euch auch, dass wir schon einige Zeit in dem Thema verbracht haben. Mein SFTP-Test, die es sich gerade hier über die Oberfläche angelegt habe, sieht man, ist also tatsächlich da drüben. Ja. Das heißt, man kann hier mit selbst im Linux über den Dateimanager sehr leichtgewichtig ohne zusätzliche Software arbeiten, weil das GNOME-Filesystem das standardisierte inzwischen auf dem Benutzer. Dein Ton ist wieder weg.
Okay, also das GNOME-File-System ist auf allen oder in allen Dateibrowsern im Linux enthalten. Ich kenne keinen, der es nicht beherrscht, sobald das GNOME-Virtual-File-System vorhanden ist. Was wir jetzt machen können, ist nämlich hier, dass wir auch sagen können, okay, ich möchte hier einen Favoriten mir erstellen. Und sobald ich den Favoriten dann habe, jetzt weiß ich nicht, kenne ich es nicht so gut, aber normalerweise kann man Lesezeichen, gib auf Lesezeichen. Da oben kannst du das als Lesezeichen markieren, hinzupflegen, genau. Dann hast du unten drunter ein Lesezeichen. Und wenn du das jetzt wieder aushängst, kannst du aushängen, ja? Okay. Dann kannst du einfach nur aufs Lesezeichen wieder draufdrücken. Und dann verbindet es sich schon mal und schon wieder bist du da, wo du vorher auch warst. Also wie wir das eigentlich von der Browserwelt kennen, wenn wir irgendwo per HTTP irgendwo in der Welt uns eine Erinnerungsmarke setzen, um dort wieder hinzugelangen. Genauso können wir das hier auch im Linux. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wäre das eine Alternative zu NFS, wo wir festgestellt haben, dass das ziemlich unsicher ist. Richtig. Und hier habe ich ja jetzt auf einmal meine verschlüsselte Verbindung. Ich kann hier ein Lesezeichen setzen, ich komme drauf. Das heißt eigentlich, also wir werden es zwar trotzdem machen, aber eigentlich würde das ja auch dieses komplexe Konstrukt mit NFS und Kerberos, damit es irgendwie halbwegs sicher wird, könnte man das dadurch ersetzen und sagen, so komme ich jetzt auf mein Verzeichnis vom Nextcloud drauf, genau. Auf meinen Benutzerordner vom Nextcloud drauf, nur halt sicher. So ist es, genau. Der Nachteil an so einer Stelle, wenn man es so gestaltet, ist halt, ich brauche halt auf der Gegenstelle das Benutzerkonto, mit dem ich arbeite. Der zweite Nachteil, den wir jetzt hier auch gleich gesehen haben, wenn wir über den eingebauten gehen, ohne etwas zu verstellen, dass wir dann auch auf das Host-System draufkommen. Also selbst wenn wir jetzt keine Rechte auf dem Host-System haben, könnten wir trotzdem drauf gucken. Ne? Also als Benutzer können wir gucken, wo ist die Passwortdatei? Wir können sie nicht löschen, aber wir könnten drauf gucken, wer sonst noch auf dem Host irgendwo als Dienst hinterlegt ist zum Beispiel. Also wenn ich jetzt ein Fachmann bin, könnte ich schon viel Neugierde, sag ich mal, verbreiten und überlegen, was man denn so noch auf dem Host anstellen könnte. Also eine gewisse Gefahr sehe ich schon, weil man eben immer noch zu viel vom eigentlichen Host sehen kann. Ne? Das heißt, man müsste jetzt hier den Benutzer noch weiter einschränken. Man müsste jetzt die Zugriffe, die über SSH, müsste man noch weiter tiefergehend konfigurieren. Aber dafür ist im Ursprung der SFTP im SSH auch nicht gedacht, sondern man hat immer gesagt, hat die gleiche Funktionalität, nur dass er für den reinen Datentransfer zuständig ist. Ja, ist an der Stelle jetzt der Unterschied. Wir haben hier nicht On-Screening-Transfer, sondern wir haben hier Datentransfer direkt. Ja, ich habe ja jetzt auch hier von hier aus direkt das im Terminal geöffnet. Und man sieht ja auch, ich habe ja auch den Zugriff. Also das wäre ja damit nicht unterbunden, sondern man müsste diesem Nutzer man müsste ja sagen, du darfst eigentlich nur in deinem Home-Verzeichnis sein. Und das geht nicht so richtig. Warum kann das nicht so richtig gehen? Weil ich auf Benutzerebene auch die Authentifizierung für die Passwörter hinterlegen muss und dann habe ich doch Leserechte an Stellen, auf die ich normalerweise nicht gucken sollte. Ja. Aber das ist jetzt, wir tauchen hier sehr tief schon wieder ein. So tief wollte ich jetzt nicht greifen, sondern mir ging es jetzt nur mal darum, hier mal zu zeigen, dass man über ganz einfache Schnittstellen schon sich auch über die Linux-Verkehr hinweg über verschiedene Server auch Dateien umtransferieren kann. Ich muss aber auch gleich dem Ganzen noch einen Nachteil eingestehen. Das ist zum Teil die Geschwindigkeit. Ja. Das heißt, im Virtual File System von GNOME kann man auch über Samba, also dem sogenannten CIFS, falls der vom Windows bekannt, Daten transferieren. Wenn man solche Schnittstellen benutzt, ist es ja eine weitere Schicht im Transfer. Das bedeutet, man wird auch nie die volle Geschwindigkeit haben. Bei der SSH oder SFTP ist es nicht ganz so tragisch. Also da sind die Einbrüche in der Datenmenge im Transfer nicht so hoch. Bei dem Samba-Protokoll, muss ich eingestehen, sind das drastische Unterschiede. Wir reden hier fast schon von über 50% weniger Transferrate, als wenn wir das über die Konsole einhängen würden. Da ist es dann schon sehr auffällig, sage ich mal dazu. Ne? Nicht empfehlenswert. Aber hier für SFTP oder wenn ich jetzt, sage ich mal, auch mit Webseiten als Entwickler arbeite, kann ich auch hier ganz schnell mal von A nach B unter Linux ohne zusätzliche Hilfsmittel
auf den anderen Host gehen, Dateien umkopieren, hin und her, wie mir gerade das gefällt. Mhm. So, das war das eine. Das andere, was ich mit dem SSH an der Stelle natürlich auch tun können will, da sind wir jetzt schon beim Dateitransfer. Das ist, jetzt weiß ich gar nicht, jetzt bin ich etwas unvorbereitet hier in die Geschichte rein, aber man kann mit dem sogenannten R-Sync-Befehl normalerweise Daten von A nach B auch verschieben. Remote Syncing ist normalerweise ein Befehl, mit dem man Daten transferiert. Umkopiert ist es im Prinzip ein Umkopieren mit einem Zusatz. Genau, da ist er normalerweise mit auch immer schon dabei. Den kann ich auch benutzen, um über SSH umzutransferieren. Was meine ich damit? Ich könnte auch darüber über Skripte und R-Sync und SSH-Verschlüsselungstechnik auch ein Backup-System betagen können und oder benutzen. Das funktioniert auch. Ja, es gibt da Zusatzbefehle, für dass man die Benutzer angeben kann, und es gibt dann auch die den Mahnpage von SSH R-Sync auch drin mit ein paar Zusatzbefehlen, auch dann die das Port Forwarding, also wenn man einen Port hat, direkt an der Konsole eingeben. Das erspart man sich aber alles, wenn man hier diese kleine Config-Datei haben. Dann kann man auch im R-Sync-Verfahren von A nach B Daten umtransferieren per Skript oder per Konsole. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur eine Datei auf der Konsole um und durch die Gegend kopieren, sondern ich könnte mit R-Sync eine ganze Dateiinfrastruktur von A nach B auch verschieben. Und oder aber auch, was ich auch schon getan habe, über, auf Konsolenebene komplettes Linux zu verschieben. Das funktioniert auch. Das ist aber dem Laien nicht zu empfehlen. Das ist sehr komplex und aufwendig, weil man muss auch dann auf der Fremdmaschine noch die Bootvorgänge einrichten. Aber so die reine Dateistruktur lässt sich komplett von A nach B verschieben. Also ein R-Sync macht ja dann im Endeffekt dasselbe wie eine Nextcloud. Das heißt, mein lokaler Ordner wird woanders hin einfach dupliziert. Mhm. Und ja, das ist im Endeffekt die Nextcloud-Funktionalität, dass die Ordner einfach doppelt sind. Aber der R-Sync, den müsste ich dann natürlich automatisieren, wenn er es regelmäßig machen soll. Richtig, genau. Das wird einem nicht genommen. Das muss man dann selber praktisch dann sich einrichten mit dem sogenannten Cron-Job. Aber das ist wieder eine andere Kiste. Aber das wäre so das Alte, was man schon von Jahren schon kennt, den sogenannten Cron-Job einzurichten. Gibt es auf der Benutzerebene auch. Aber gehen würde das. Und mit dem R-Sync und SSH zusammen könnte man auch bestimmen, wird alles nur umkopiert oder wird im Synchronisationsvorgang auch Dateien gelöscht. Lasse ich mir anzeigen, wenn die Daten transferiert werden, in welchem Prozess sie sind. Und wenn ich das dann noch richtig umleite, kann ich mir dann auch noch Logdateien dazu erstellen, dass ich sehen kann, was wurde transferiert und in welcher Höhe. Na, aber das kann man alles nur ganz leichtgewichtig über diese Config-Datei machen, ohne dass man immer diese Fremdhost-Angaben durchführen muss. Ich finde, das ist eine sehr große Erleichterung, wenn man sich oft normalerweise auf der Konsole aufhält, wenn man einfach mal nur ganz schnell von A nach B Daten umkopieren möchte. Das ist, sollte man, wird oft nicht erklärt, auch dass das über die Dateimanager im Linux sehr einfach funktioniert. In Windows ist man es gewohnt, wenn man SSH braucht. Vor Windows 10 muss ich jetzt einfach mal sagen, musste man immer PuTTY installieren, also kleiner SSH-Client. Zum Datentransfer dann den WinSCP aus alter Zeit, gibt es auch schon seit, ach, ich weiß gar nicht, 12 Jahren, 14 Jahre. Also wie gesagt, unter Windows brauche ich an der Stelle immer noch Zusatzsoftware, die im Linux in allen Distributionsarten, die mir geläufig sind und den Desktops, die ich kenne, die großen, also XFCE, Mate Desktops und KDE und GNOME, da funktioniert das überall und kann genauso auch eingesetzt werden. Ne? Okay. Jetzt habe ich viel geredet, ich weiß noch gar nicht wie viel, aber... Viel. Gut. Sehr viel. Ich soll ja auch was erklären. Erklären heißt ja reden, oder? Ja. Also wir haben jetzt hier also das Programm R-Sync und jetzt möchte ich, was weiß ich, irgendwas von meinem Rechner auf den entfernten Rechner synken. Genau. Dazu muss ich ihm sagen, was ich denn synken möchte. Wir haben ja... Ach, ich habe hier ein
Ich habe hier, glaube ich, in Dokumente ein paar Sachen. Ja, da liegt doch ein bisschen was rum. Dann ist gut. Können wir jetzt ja mal zünden. Jetzt komme ich so leicht ins Schwitzen, weil es ist schlimm, wenn ich nicht selber hinter der Maschine sitze. Es ist so befremdend, wenn man nicht selber die Hände an der Tastatur hat und das nur per Sprache. Ihr seid, ich habe hier meinen neuen Speakbot hier hinten dran, ja, dem sage ich ja, was zu tun ist. Und es funktioniert, ja. Besser kann es gar nicht gehen, ja. Da brauche ich auch kein Google mehr, ja. Ich sage dann auch noch Bushinjo und dann läuft alles, dann ist alles gut, ne? Ja. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Oh, okay. Sie wird nur nicht Realität werden. Tja. Okay. Wollen wir das mal. Erstens haben wir gar nicht besprochen bisher, das ist ja ganz lustig. Wir könnten aber auch einfach nur. Normalerweise muss man einfach nur die Destination angeben. Das heißt, ich muss einfach nur. Async, Leer, die Datei. Das, was ich transferieren möchte. Von nach, ne? Punkt, was machst du denn? Punkt. Irgendwie, nee. Ich würde mal sagen, wir probieren es mit einer Datei, oder? Wir geben eine feste Datei an, das ist das Beste. Da können wir natürlich kaputt machen. Und, ja, gib mal Enter. Ich hab das noch nie so probiert, aber es müsste gehen. Fehler haben wir keinen bekommen. Haben wir doch hier offen. Ja, dann muss man nur. Hm. Ja, hat aber nichts gemacht, ne? Ja, nicht gemacht. Nee, hast du schon. Das ist ein Resyncing, das passt schon. Aber er hat nichts. Er hat es nicht. An dieser Stelle musste ich ein bisschen schneiden, weil wir jetzt ewig. Dran saßen und den Fehler gesucht haben. Muss auf der Gegenstelle auch ein Async-Befehl vorhanden sein und der ist nicht da? Das heißt ja, Async-Befehl nicht gefunden. Ja. Wir erinnern uns, wir müssen mit zu rüber und dann minus. Einmal durch den Kakao. Hin und zurück. Ja, das kann natürlich auch eine Fehlerursache sein. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Tun wir nochmal. Hier. Halt, ich bin immer noch im Kerberos. Du bist 2 Schritte zurück. Einmal raus. Und einmal bitte, einmal so. Bumm. Ja, so, jetzt hat's, haben wir gesehen, was kommen sollte. Jetzt probierst du nochmal, jetzt haben wir es nämlich auch hier, jetzt passt es nämlich. Kaum macht man es richtig, dann geht's. Jetzt probieren wir das nochmal weiter abzuspecken. Komm, wir haben ja vorhin gesagt, eigentlich sollte das ja mit dem nur dem Kürzel und dem Doppelpunkt und der Tilte, damit er weiß, dass es sich um ein Haus handelt. Und der Tilte. Ja. Ja. Okay. Was haben wir denn hier noch? Du kannst auch AVX machen, dann könntest du auch ausführbare Dateien daran transferieren. Du könntest hergehen und eine ganze Dateistruktur mit dem Data, mach mal AVX und gib mal das Data rüber, dann wirst du sehen, dass die ganzen Daten rüber kopierst. Ich hoffe, dass nicht so viel drin ist. Sofort. Ich will jetzt einen Schritt nach dem anderen. Okay, also jetzt hat das KB auch funktioniert. Die Zeitraum hier drüben. Und jetzt der nächste Schritt war AVX. Genau, und wir klatschen ihm dann noch, wir geben ihm das Data, damit muss er, und halt, machen wir noch ein Minus, und dann Progress. Und dann geben wir ihm mal das Data, und ich hoffe, dass das groß genug ist, um das zu demonstrieren, ich weiß nicht. Doch, es war jetzt ein bisschen kleine Dateien, aber normalerweise, wenn es jetzt große Dateien sind, sieht man auch die Prozente, wenn es rüber kopiert wird. Da kriegt man auch nur Zeitgefühl, bis wann die Daten an der Gegenstelle dann zur Verfügung stehen. Ja, da brauchen wir ja nur deinen Bot. Nein.
Also ein paar Megabyte, ne? Den packst du doch und schiebst rüber, ne? Dann. Wenn du es jetzt entpacken tust, dann hast du einen richtigen Effekt, weil dann hast du nämlich, wie viel Megabyte? 18 oder sowas. Und unentpackt war es ein bisschen mehr. So, da war's. Ja. Jetzt konnte man sehen, dass dieser Broker es auch zeigt. Ja. Hat nur der erste Knopf der Gegenstelle gefehlt. Auch sehr schön. Ja, muss mal halt drauf kommen, ne? Aber das ist halt, wie das Leben spielt, ne? Da tut was nicht. Und nachher ist es so eine banale Geschichte, die. Wenn ich immer hier rüber gucke, da habe ich halt einen Andi auf dem zweiten Bildschirm. Auf dem hier muss ich ja tippen. Also nicht wundern, wenn ich öfters so den Kopf umgedreht habe. Aber ja, das sind diese ganz banalen Geschichten, die dich dann wieder Stunden kosten und hinterher denkst du dir so, Alter. Wie das Leben halt so spielt. Aber jetzt haben wir zumindest mal zwei Handles gefunden. Also einmal haben wir jetzt gesehen, wo kann ich diese Eckdaten hinterlegen? Ich kann sie im Linux-Browser, im Dokumentverwalter oder Dateimanager. Jeder hat so seinen eigenen Begriff dafür. Und dann haben wir jetzt noch in der ganz schnellen Kürze auch noch den Rsync angesprochen. Der kann mit diesem Kürzel auch umgehen, weil normalerweise müssten wir ja auch da angeben, welcher Host ist das und mit erweiterten Parametern auch noch eine Portumleitung einstellen, weil vielleicht haben wir das ja auf einem anderen Port liegen. Dadurch, dass wir das Key-Shaking drin haben, müssen wir vor dem Transfer auch nicht noch unseren Benutzernamen eingeben. Dadurch können wir das Ganze auch automatisieren. Ja. Ich denke, das sind so die kleinen Dinge, die ich hier so am Rande noch ansprechen wollte, die den einen oder anderen vielleicht auch interessant sein könnten. Oder auch das Verständnis für das sogenannte Programm Timeshift, das es für Linux gibt, das ja ein Backup von Linux macht, arbeitet auch mit genau diesen Funktionalitäten. Dann hat man es mal auf der Konsole gesehen und verlässt sich nicht nur auf das, was einem normal so die Programme bieten, sondern man versteht auch, was am Schluss da im Hintergrund passiert. Mhm. Gut. Hast du sonst noch einen wichtigen Hint oder? Ja, gut, man sollte halt bei dem ersten den Befehl delete nicht vergessen, also minus minus delete. Das heißt, wenn ich eine Verzeichnisstruktur komplett umkopiere und hätte den Delete-Befehl dabei und auf der Gegenstelle gibt es noch eine Datei, die es eigentlich da nicht mehr gibt, dann wird das auch automatisch weggelöscht. Aber dazu kann man sich auch die gesamten Operationsmöglichkeiten anschauen. Weil wenn ich nur so rübersynke ohne den Befehl, würden auch Altlasten bestehen bleiben und dann würde sich halt auch das Backup aufblasen mit Altdaten, die auch nie auf der Gegenstelle gelöscht werden. Und da gibt es ja hier ganz viele Möglichkeiten. Geht vor, ja. Transfer wird das wahrscheinlich heißen, oder? Ja. Während dem Transfer. Ja. Oder eben danach soll gelöscht werden. Also ein Blick ins Manual erleichtert ja die Befehlsfindung. Ja. Für den einfachen Fall reicht das ganz normal, Delete aber auch. Mhm. Man muss dann da nicht mehr. Für den einfach sterblichen. Und welche Datei wird da jetzt konkret gelöscht? Also wenn ich jetzt ein Verzeichnis rumkopiere, also synke, ja, dann, und dann bei wird mir lokal habe ich jetzt verschiedene Dateien gelöscht, dann wird ja ohne diesen minus minus Delete auf dem entfernten Server diese Datei weiterhin vorhanden sein. Richtig, das ist korrekt. Genau. Okay. Und falls auf der Gegenstelle aber die Datei vorhanden ist, wird sie mit dem neuen überschrieben. Ja, also wenn ich die Datei auf beiden habe, dann wird die auf der neuen überschrieben, aber wenn ich sie lokal gelöscht habe, bleibt sie auf dem Server erhalten. Außer ich gebe Delete mit, dann wird auch geguckt, welche Dateien sind da drüben auch entbehrlich. Genau, ja, so ist es. Okay. Ja. Sollte das sein beim Synken, dass man auch mitlöschen kann. Ja gut, wenn man sich um diese Thematiken tiefer mit befasst, wird man feststellen, dass das Rsync dann doch nicht das Allheilmittel ist, aber das ist eine ganz andere Thematik. Heute ist das Thema über SSH nochmal gewesen und die kleinen Möglichkeiten, nicht die vorhin, aber die kleinen Möglichkeiten, die Handhelds,
Weil Backup und Synchronisation und Dateisystemstrukturen, das ist ja eine ganz andere Thematik wieder an der Stelle. Eine ganz andere Thematik für ein anderes Video. Gut, das heißt, das sind jetzt die kleinen Tricks und Kniffe, die du zeigen wolltest. Also, dass man sich in seinem .ssh-Verzeichnis sich eine Config anlegen kann, in der man einen Alias für eine IP hinterlegen kann und Username, Passwort und genau. ID-File, das, um einfach diesen Anmeldeprozess noch einmal mehr zu automatisieren. Funktioniert natürlich nur, weil wir, also so vollautomatisch, weil, wie wir es im letzten Video gezeigt haben, kein Passwort für diesen RSA-Schlüssel vergeben haben, was nicht die sicherste Variante ist, aber in einem privaten Heimnetzwerk mit mir als einzigem Nutzer ist das natürlich gut. Ja. Ja, es gibt da noch eine Kleinigkeit. Gehen wir noch mal kurz in das .ssh-Verzeichnis direkt hinein und schauen uns noch schnell die genau. Und dann schauen wir mit LSAL mal alles kurz bitte an. So, und wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, wie jetzt so die Berechtigungsebenen eingestellt sind, dann werden wir feststellen, dass die ID-RSH, also dieser private Schlüssel, reine Rechte nur beim Benutzer liegen. Wichtig an der Stelle, warum ich das gerade sage, ist, würden wir hier Rechte auf Gruppen oder andere Benutzer, das wäre so der Standard im Linux, also zuerst kommt der Benutzer, dann kommen die Gruppen und danach kommt Others, wie man so schön sagt, also andere, dann würde SSH so seine Dienste zum Teil auch verweigern, weil er sagen würde, die Datei darf nur vom Benutzer änderbar sein und von sonst niemandem. Das, da müsste man jetzt ein Jetzt habe ich jetzt gerade überlegt. Du wolltest doch vielleicht auch darauf hinaus, dass die Config-Datei komischerweise von der Gruppe mitgeschrieben werden darf. Wollen wir ja bestimmt. Nee, mir ging es eigentlich hauptsächlich darum, dass die IDRSH, falls eine Sicherung gemacht hat, es sollten falsche Berechtigungen drauf liegen, dann darf man sich nicht wundern, dass das SSH nicht mehr funktioniert, gerade weil die Berechtigungsebenen nicht berechtigt sind. Genau, bei der Config-Datei übrigens, da gebe ich dir völlig recht, je nachdem, wie der Zugriff auf einem Host ist, weil es gibt ja auch, wenn wir jetzt auf einem Rechencluster wären mit verschiedenen Benutzern, gibt es ja auch Cluster, die sagen, Benutzer auf der Gruppe dürfen auf das Heimatverzeichnis der anderen Personen. Und in dem Fall wäre es natürlich auch dienlich, wenn ich dann sagen würde, pass auf, die Config-Datei, die mache ich jetzt auch nur noch für mich lesbar. Das kann ich aber auch wesentlich einfacher haben mit einer 600 nur, genau. Also mit drei lesen, Zahlenziffern. Schreiben, ausführen, 4, 2, 1. Ich brauche also lesen und schreiben. 4. 6. 4 plus 6, 2. 0. 4 plus 2 plus 1 wäre 7. Lesen, schreiben. So merke ich mir das immer an den drei Fingern. Lesen, schreiben, ausführen. 1, 2, 4. Binäres, du weißt, das Hobby, binäres Zählen mit der Hand. Und dann kannst du immer lesen, schreiben, ausführen, da recht gut durchgehen. Also 600 wär's und dann Config. Und wenn jetzt alles geklappt hat. Genau, dann könnten auch im öffentlichen Cluster niemand mehr meine Einträge anderer Hosts, wie ich da drauf komme, Porteinstellung und so weiter und so fort. Nur an dieser Stelle noch, dass wir das Rechte auch noch kurz erklärt haben, weil wenn man Langzeit wie ich unterwegs ist, kann es dann schon mal vorkommen, dass beim Wegsichern der Dateien und Zurückspielen falsche Berechtigungsebenen sich darauf befinden und es dann nachher nicht mehr funktioniert. Das ist dann auch hier geklärt. Bei Known Host bin ich mir nicht so ganz so sicher, ob man das nicht auch noch so wegkippen sollte, weil theoretisch könnte man jetzt sagen, also wenn man jetzt wirklich granulat wäre, könnte man auch hier sagen, auch hier mache ich das gleiche Spiel.
Warum könnte ich das jetzt so granular an der Stelle auch noch machen? Das ist ganz einfach, dass ich sage, die anderen sollen nicht wissen, auf welchen fremden Host zugegriffen worden ist. Ja, dass diese, wenn ich auf fremden Host war, auf welchen Host ich unterwegs gewesen bin und wenn jemand Fremdes in mein Heimatverzeichnis darf, dann sollte er vielleicht nicht wissen, wo ich sonst noch so unterwegs gewesen bin auf der Konsolenebene über die Ferne. Aber das ist ja auch eigentlich im Wesentlichen dann interessant, wenn es mehrere Nutzer auf einem Rechner gibt. Ja, ich sagte ja im Vorlauf, wenn man sich auf einem Cluster zum Beispiel befindet, ne? Auf einem rechten Cluster in der Gruppe drin und ist so freundlich zueinander, sagte, ich habe keine Geheimnisse, sagt jeder. Das sagen wir immer so schnell, ne? Die Wahrheit ist irgendwo immer dazwischen. Und wenn ich jetzt hier granulat hier gerade durchgehe, würde ich auch an der Stelle, könnte man jetzt auf die Idee kommen, es auch das zu ändern. Im Prinzip, im Privatumgang, alleine, auf einzelnen Maschinen für sich alleine, ist es ausreichend, dass eben nur diese IDRSH, dieser private Schlüssel als 600 gekennzeichnet ist. Das ist so das Hauptmerkmal. Mhm. Nochmal zum Schluss. Gut. Ja, das Zweite, was wir hatten, war also die Geschichte hier, ne, dass ich mir mit SFTP mich drauf verbinden kann und das als Lesezeichen markieren kann und somit immer eingebunden habe. Mit der Anmerkung, dass der SSH-Client, der mitgeliefert wird von der GPL-Variante her, immer ein SFTP-Transferprotokoll auch beinhaltet. Man kann auch, das werden wir nicht tun, einen anderen hinterlegen, ne, oder diesen eingebauten auch abschalten. Auch das ist möglich. Und das Dritte, was wir gelernt haben, ist, dass, wenn wir rsync verwenden, dass wir tunlichst gucken sollten, ob auf dem Zielsystem auch ein rsync vorhanden ist. Genau, weil die müssen ja miteinander reden über das Protokoll. Ist ein Transferprotokoll und die müssen miteinander reden und da brauche ich auf der Gegenstelle auch was, was ich dann auch versteht. Aber da habe ich jetzt auch selber, muss ich gestehen, nicht richtig hingeschaut, sonst hätte ich gleich sagen müssen, oh, alles klar. Auch du bist ein Mensch, sieh es ein. Und auch für dich gilt, kaum macht man es richtig, dann geht's. Ja. Und auf das Thema Async hatte ich mich jetzt auch gar nicht vorbereitet. War so ein spontan Einfall an der Stelle. Ja, dann vielen Dank wieder für diese tollen Ideen. Und ja, ich hoffe, ihr habt was davon. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.